herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Und jetzt, was soll ich tun? Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo. Diese Beratungsvideos sind selbstverständlich anonym. Liebe Moderna, ich grüße dich, das ist dein Video und ich möchte mich bedanken für deine Treue, ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Dein Mann ist zurückgekehrt. Aber es passierte vorher etwas, er hat dich betrogen. Es ist Vergangenheit. Und du fühlst dich verletzt, du weißt nicht, ob du ihm vertrauen kannst und die Frage ist, was sollst du tun? Und genau das schauen wir an. Die aktuelle Situation zeigt dieses Bild. Dieser Mann ist verletzt. Genauso fühlst du dich auch. Die Münzen zeigen Sicherheit und Stabilität. Wenn das die Zahl 4 wäre, dann würde ich sagen, das hat Hand und Fuß. Das steht stabil, aber hier erscheint die Zahl 5. Etwas stört diese Stabilität. Und das sind Einflüsse von außen oder Einflüsse von deinen Gedanken, Gefühlen, wie Angst, Verlustangst. Und das, was dieses Bild symbolisiert, Verlustangst und dazu verletzten Gefühlen. Und mit diesen Gefühlen und auch Gedanken stellst du die Frage, was soll ich jetzt tun bei dieser Situation? Was hat dein Mann vor? Diese Karte zeigt, eine Reise, das kann auch bedeuten, er möchte mit dir auf eine Reise gehen. Diese Karte bedeutet auch Veränderung. Er möchte, dass diese Gedanken, Gefühle sich verändert. Diese Karte bedeutet auch Umzug, dass er das vorhat, einen neuen Wohnort leben. Für einen Neuanfang. Was sollst du tun? Chancen, Möglichkeiten habt ihr, diese Beziehung befestigen. Das zeigt hier diese Zahl 7. Jetzt lauf nicht davon. Zeig dich nicht verletzt, sondern nimm diesen Kampf auf. Du musst jetzt nicht das Wort wörtlich nehmen. Du musst mit dieser Frau keinen Kampf führen, aber zeigen, ich habe hier den Sieg. Und das darfst du ruhig tun. Du musst dich nicht verstecken, du musst dich nicht davonlaufen, aber auch nicht verletzt fühlen, weil sie spürt das auch oder sieht das an dir, dass du am Tränen bist. Zeig dich hier im Mittelpunkt als Siegerin. Wann sollst du handeln? Dieses Bild ist sehr interessant, weil das zeigt,
du hast oder sollst bei dieser Situation etwas Wichtiges lernen. Das, was zu dir gehört, das bleibt. Das kann gar nicht verloren gehen. Dass das so passierte, er hat das richtig gestellt. Lerne, im Vertrauen bleiben. Bitte vertraue ihm. Wenn er dich nicht wollte, dann wäre er nicht bei dir, aber er ist zurückgekommen. Und glaub mir, er hat das bereut. Deswegen möchte auch ein Neuanfang in einen anderen Ort, wo euch niemand stört. Und verstehe, dass du hier eine Lernaufgabe hast, die Heilung. Fühle dich nicht verletzt. Du hast nichts verloren. Du hast hier den Sieg. Und diese Karte ist auch eine Botschaft für dich und bedeutet einen goldenen Taler. Und ein goldenen Taler hat Werte. Und du bist das. Und das, was er dir auch zeigt, nimm das mal an. Nimm das in Kenntnis. Du bist hier die einzige Frau, die einzige. Und du bekommst die Wertschätzung. Wertvoll wie Gold. Versuche das zu verinnerlichen. Und diese Gold geht nicht verloren. Und dein Mann geht auch nicht verloren. Diese Verlustangst und verletzten Gefühlen ist Vergangenheit. Halte dich da nicht auf. Verabschiede von dieser Stimmung das, was er auch möchte. Und steh zu deinen Werten. Und du hast das verdient, glücklich zu sein. Du hast das verdient, mit ihm zusammenleben in einer glücklichen Partnerschaft. Und das kann dir niemand nehmen. Und das hast du gelernt in deiner Lebensschule. Und du bist es wert. Und das, was er spiegelt. Und die Zahl 1 bedeutet, du bist für ihn die einzige Frau, wo wirklich Wertschätzung bekommt. Liebe Modana, das war diese Legung. Und jetzt, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.